1899 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Mein heutiger Gast ist eine Premiere. Es mussten über 30 Folgen ins Land ziehen, bis ich die erste Frau vors Mikrofon bekommen habe. Ich bedanke mich schon herzlich bei Nurten Hilmerz, ihres Zeichens Sprecherin des Ethikrates des Eskerapit und auch hauptberuflich, wenn man so sagen will, Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat, aber sehr, sehr leidenschaftliche und große Rapid-Anhängerin. Danke fürs Gespräch, danke für die Einladung. Momentan viel zu tun im Parlament, deshalb freut es mich umso mehr, dass du dir Zeit genommen hast. Nur bevor wir anfangen, wir haben uns vorab aufs Du-Wort geeinigt, möchte ich dazu sagen, bevor wir anfangen, wie immer, möchte ich dich bitten, dass du dich vorstellst, und zwar abseits deiner Funktionen einfach als Rapid-Anhänger. Du bist ja keine gebürtige Wienerin. Wie ist es dazu gekommen, dass du eine so große und leidenschaftliche Rapid-Anhängerin wirst, die sogar Funktionen beim Verein innehat? Vielen Dank auch für das Gespräch, für die Einladung. Ich halte mich da, keine gebürtige Wienerin, ich halte mich da an den Schauspieler Otto Schenk, der gesagt hat, als Wiener kommt man nicht auf die Welt, man wird zu einem Wiener. Und das trifft bei mir auf jeden Fall zu. Und ich bin mit 9 Jahren mit meinen Eltern aus der Türkei nach Österreich, nach Wien gekommen und bin hier sozialisiert worden, habe hier meine Ausbildungen gemacht und so weiter und so fort. Und wir haben im 3. Bezirk gewohnt. Ich kann mich nur erinnern, dass ich, also wir sind eine von vornherein eine sehr fußballbegeisterte Familie gewesen. Sowohl mein Vater, auch meine Brüder haben gespielt in den beim Rennweg, SV, LAC, dort sind sie groß geworden. Mein jüngerer Bruder hat dann bei der Austria Wien ein bisschen Karriere gemacht. Er war dann in der Wiener, wie hat das geheißen, weil wir nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hatten, hat geheißen Wiener Auswahl, quasi Nachwuchsauswahl. Mit 16 bis 18 Lebensjahr war dort und war sehr talentiert und es ist dann anders verlaufen, der hat dann in Tulln gespielt. So, also die Sozialisierung war natürlich auch innerhalb der Familie, dass wir jeden Sonntag zu den Matches von meinen Brüdern gegangen sind und ich war und wir waren alle der Freundeskreis im Park, diese klassische Käfigfreundschaften, was wir da im 3. Bezirk gehabt haben, war man Rapidler, da ist man nicht einmal gefragt worden. Und seit meinem 12. Lebensjahr gibt es wirklich wenige Spiele, die ich nicht besucht habe, wenn wir daheim gespielt haben, ja. Außer während meiner Hochschwangerschaften. Und da bin ich ja nicht nur zur Wienerin geworden, sondern auch zur Rapidlerin. Und vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit dem neuen türkischen Botschafter, der in Istanbul die österreichische Schule besucht hat. Und das Erste, was er gesagt hat, Rapid Wien. Auch dort, Rapid ist etwas anderes. Ja? Dort in der österreichischen Schule, und das ist eine Eliteschule, Privatgymnasium, bibabo, ja, also werden die, ist Rapid ein Thema. Und da habe ich mit ihm, ein Drittel unseres Gespräches war dann über Rapid, wenn wir gegen Beşiktaş gespielt haben. Und es war recht lustig, weil es da eine so eine Anekdote gibt, wie wir gegen Beşiktaş gespielt haben. Ich glaube, das war 2010, 2012. Ein Freundschaftsspiel. Nein, es war im Zuge der Der Europa League-Gruppe, genau, das war das Gruppenphase, ja. Stimmt, ja. Genau. Und das war saukalt, das muss irgendwann im Dezember sein. Wir haben 1-0 geführt. Ich glaube, der Veli Kavlak hat sogar das Tor geschossen, glaube ich. Auswärts haben wir, glaube ich, 2-0 verloren. Ja, auswärts haben wir 2-0 verloren, aber zu Hause, glaube ich, zu Hause kann das sein. Zu Hause haben wir 3-1 verloren, ja. Und ich war mit dem damaligen Präsidenten in Edlinger im VIP-Club, da habe ich für ihn übersetzt mit den anderen Funktionären. In Istanbul. Ach so, okay. In Istanbul. Okay. Und das war das erste Mal, dass ich auswärts nicht in der Kurve gestanden bin. Aber das war zum Übersetzen so. Offizielle Mission quasi. Ja, und damals war ich Gemeinderätin und
Wien, also Landtagsabgeordnete, und ein paar Journalisten aus der Türkei haben das mitbekommen und sind zu mir gekommen. Wir haben aber gehört, dass Sie auch Beşiktaş-Anhängerin sind, was ja stimmt. Zu wem helfen Sie? Der Klassiker. Ja? Ich wollte jetzt nicht diesen klassischen Antwort, der Bessere soll gewinnen, sagen, weil das sagt der Journalist, der mich das fragt: Gehen Sie, Frau Yilmaz, Sie sind doch ein Türkin, Sie werden doch zu Beşiktaş helfen. Aber wir haben keine angeschaut, aber gesagt, also wenn ich nach Ihren, nach dem vorgehe, dann bin ich Rapidlerin, weil bei Rapid haben 3 Türken gespielt und bei Beşiktaş 2. Und da war er ganz perplex und hat gesagt, na, so habe ich das nicht gemacht. Und ich sage, aber Sie haben das so gesagt. Und dann haben wir verloren. Ja, also, Rapid ist eine Leidenschaft, die wird man nicht los. Es gibt, ich habe auch nie verstanden, wie Leute immer zu einer Mannschaft gehalten haben und sich interessiert haben, weil der Meister geworden ist oder weil der, das ist etwas anderes. Ich beschreibe dieses Gefühl, warum ich Rapidlerin bin, jedes Mal anders, weil es kein Rezept gibt. Es ändert sich für mich. Das fühlst oder das fühlst nicht. Und zu sagen, warum bist du Rapidlerin, ist ja schon mal ein großer Fehler. Ja, es gibt halt die traditionellen Geschichten, dass der Vater schon, dass es alles quasi vererbt wird. Das passt auch nicht zu mir, weil weder mein Vater noch irgendjemand anderer ist mit mir zu einem Rapid-Match gegangen. Ich bin geflüchtet. Wir reden von den 70er Jahren, wo es sowieso viel, viel, viel zu wenig Frauen in den Stadien gab, im Allgemeinen. Und ich habe ich hab auch Kartoschengeld gehabt, dass ich da reinkomme. Aber ich habe immer gesagt, ich bin bei meiner Freundin Regina. Und da war ich bei Rapid-Match. Und da hat es im Praterstadion in den Eingängen immer diese Drehtüren gegeben, wo ältere Pensionisten Dienst gemacht haben. Und denen hat man dann 5 Schilling zugesteckt und die haben uns dann reinlassen. Bis ich dann irgendwann erfahren habe, dass 5 Schilling viel zu viel sind. Ja. Ich habe geglaubt, die Eintrittskarten ist viel zu teuer. Viel teurer. Und da war ich immer dort. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern? Ja, da habe ich mich verletzt am Zaun. Von den hinteren Stehplätzen zu den vorderen Plätzen, das war noch das alte Stadion, Praterstadion, hat es einen Gitter gegeben mit Zacken. Mhm. Und ich habe einen Ring gehabt. Und wir sind in der Pause von den Stehplätzen vor zu den Sitzplätzen rübergekraxelt. Immer. Also da, nachher auch. Und da bin ich bei den Zacken mit meinem Ring hängen geblieben. Und dann, wie ich mich runtergelassen habe, hat der Ring, also das ist noch immer da so angeschwollen, das alles davor gezogen. Sehr schön. Okay, grauslich. Gott sei Dank sieht man es jetzt nicht. Nein, das sieht man nicht. Und das war mein erstes Match. Das heißt, ich habe die zweite Halbzeit nicht mehr gesehen. Bin dann. Kannst du dich noch an den Gegner erinnern? Nein, kann mich nicht erinnern. Okay. Bin ich mit der Rettung ins Spital. Und da ist es dann auch aufgeflogen nachher bei meiner Familie, dass ich da alleine zum Match gehe und so weiter. Ließ sich dann nicht mehr verheimlichen? Nein, aber auch nicht verhindern. Gut, ich habe natürlich ein paar Punkte notiert. Jetzt ist natürlich ein Punkt dazugekommen. Ich muss dazu sagen, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, sind schon ein paar Tage wieder durchs Land gezogen. Es gab beim Spiel gegen Hartberg ein Transparent. Hm. Du als Frau, sage ich jetzt einmal einfach so salopp, wie ist es dir dabei gegangen, als du das Transparent gesehen? Ich muss dazu sagen, du bist ja auch eine, die aktiv in der Kurve ist. Also Gäste bist nicht in der VIP oder auf der Seite, sondern du bist wirklich Woche für Woche der Heimspiel für Heimspiel im Block West. Du bist da verankert, das heißt, du kennst die Regeln, du kennst die Leute, weißt auch, wie es halt dort abgeht. Das ist natürlich ein sehr männerdominierendes, sehr männerdominierende Szene ist. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Aber wie geht es dir mit dem? Wie ist es dir gegangen, wie du das gesehen hast?
Ich war schockiert, nicht nur als Frau eigentlich, sondern als Rapidlerin. Als jemand, so wie du sagst, die mit Herzblut in der Kurve ist und die Kurvenkultur immer und überall verteidigt. Und dazu stehe ich und ich glaube an diese Kultur und diese Kultur darf weder untergehen, noch darf sie zerrissen werden, weil sie etwas präsentiert, die für mich in der sehr, sehr wichtig ist. Für die Sozialisation von jungen Männern, aber auch Frauen, weil dort die Leidenschaft Fußball anders gelebt wird, nämlich viel, viel intensiver. Und das war so wie ein Vertrauensbruch mir gegenüber. Dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen, die ich in die Kurve habe, dass man aufeinander schaut und das Leitbild, die wir gemacht haben, wo auch Personen, die in der Kurve sind, auch vorkommen und das Leitbild des SK Rapid beschreiben, dann so dir nix, mir nix, so etwas Sexistisches einfach aufhängen. Und eigentlich dieser Spruchband hat auch mit den leeren Rängen überhaupt nichts zu tun. Also ich finde die Verbindung auch kann ich nicht herstellen. Und ich habe viele Spruchbänder schon gesehen, gelesen, gehalten. Die waren intelligent und kreativ. Und das hat mich schon sehr, nicht nur schockiert, sondern auch stark getroffen. Ich bin echt gekränkt, sagen wir mal so, als Rapidlerin. Jetzt bist du ja auch Sprecherin des Ethikrates. Hat das irgendwie irgendwas damit zu tun? Kann man sowas thematisieren? Wirst du das thematisieren? Selbstverständlich, weil sich, nachdem das öffentlich geworden ist, wir sehr, sehr viele Beschwerden, Anfragen bekommen haben, die behandelt werden müssen, weil das alles Rapid-Mitglied. Das heißt, von Rapid-Fans, Rapid-Mitgliedern. Mitgliedern wir, haben sich bei dir gemeldet. Genau. Wir sind eigentlich auch aufgrund der Statuten auch dazu veranlasst oder wir müssen die Anliegen angehalten, dass wir die Anfragen der Rapid-Mitglieder zu bearbeiten haben, zu antworten haben. Es schreiben natürlich auch Menschen, die Austrianer sind oder nur ab und zu Matches kommen, aber nicht Mitglieder sind, die bekommen eine höfliche Antwort, aber behandelt werden Sachen, Anfragen und wir haben viele und die werden behandelt werden und werden eine Stellungnahme abgeben an das Präsidium. Und die Reaktion vom Verein unmittelbar nach dem Spiel, wie hast du das wahrgenommen? Auch da kennst du ja natürlich alle Protagonisten. Mhm. Ich meine, dass man den so gebarisch ist, beim ins Stadion kommen und so das Mikrofon oder die Nasen halt, war jetzt vielleicht für den Zocki auch schwierig. Ja? Ich meine, jetzt bei aller Respekt vor Journalisten, ja, sie hätten auch einen Ordner fragen können, weil der Zocki gerade nicht vorbeikommt. Was soll ein Sportdirektor dazu sagen? Und wenn es gerade nicht einen, den Präsidenten, den Geschäftsführer oder nicht bei der Hand haben, dann kann man auch ein bisschen warten und recherchieren. Ja? Aber jeden, der vorbeikommt und den man gerade kennt, kann man nicht dazu befragen. Das ist auch nicht sein Job. Er kann nur seine persönliche Meinung kundtun oder nicht. Weil der Barasic hat vielleicht nicht einmal gewusst, dass da sowas hängt. Ja, also die Reaktionen, mir hat gefehlt, einfach zu sagen, das geht nicht. Drei Sätze, das geht nicht, ich entschuldige mich dafür und wir werden so etwas nie zulassen, geht nicht, weil du nie weißt, aber wir werden uns dieser Thematik annehmen. Jetzt kann ich Ihnen nicht sagen, wie, aber ich entschuldige mich, das hat mir gefehlt.
alles andere, für vieles Gesagte habe ich Verständnis, weil man selber wahrscheinlich nach besten Antworten sucht, ohne jemanden schädigen zu wollen. Aber wenn der Pfeil aus dem Bogen heraus ist, dann hat man keinen Einfluss, wo der trifft, wo der ankommt. Und deswegen muss man es ganz offen sagen, ehrlich, das geht nicht. So sensibilisiert, wie mittlerweile unsere Fans sind, und das ist nicht nur die Kurve, und die Anzahl der Frauen immer mehr wird. Das haben wir, die Erfahrung habe ich im alten Stadion gehabt, dass da nur zwei Frauentoiletten waren. Und das ist ja nicht mehr. Dem wurde ja Rechnung getragen, zumindest architektonisch. Aber wir wissen ja auch von den Mitgliederzahlen. Und ich habe die Beschwerden seitdem kurz überflogen. Sind zwei Drittel Frauen, die schon seit den 90er Jahren Mitglied und ein Abo haben, egal wo sie stehen. Und das geht nicht. Und ja. Gut, wir werden sehen, wie das weitergeht mit dem Ethikrat. Wie du sagst, wird es behandelt werden müssen aufgrund der Zuschriften, die gekommen sind. Und hoffen wir, dass sich das im Lenzlicht dann doch alles irgendwo in einem Wohlgefallen dann auflöst. Jetzt sind wir aber kurz beim Stichwort Ethikrat. Vielleicht kannst du kurz erklären, du bist Sprecher des Ethikrats, ich habe schon erwähnt. Was ist jetzt so die Kernaufgabe oder deine Aufgabe bzw. die Aufgabe des Ethikrates? Wir haben es eh schon jetzt ganz kurz schon thematisiert. Ja. Auf Einzelheiten kann ich jetzt nicht eingehen, aber es sind in erster Linie sind wir ein beratendes Gremium, die Einhaltung des Leitbildes überhat, sagen wir mal so. Wir werden immer aktiv, zum Großteil, wenn Mitglieder an uns herantreten, sich ungerecht behandelt fühlen oder nach ihrer Meinung nach irgendetwas falsch im Verein läuft. Das kann alles sein, von Ticketkosten bis Behandlung von Ordnern und so weiter und so fort, ja, was den Verein betrifft. Und aber wir werden auch von uns aus, wenn auch keine Beschwerden kommen, von uns aus aktiv, wenn wir etwas sehen, das muss besprochen werden und es muss geklärt werden. Ein beratendes, das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, Sanktionen auszusprechen. Also ihr könnt nichts exekutieren, ihr könnt nur quasi Ratschläge geben. Was wir empfehlen. Hinweise geben. Hinweise, ja. Empfehlungen, worauf man schauen soll und dergleichen. Und die Entscheidung im Endeffekt obliegt dem Präsidium. Und bis jetzt war es so, dass da ein sehr gutes Arbeitsverhältnis ist, dass wir uns gegenseitig gut verstehen, und wenn das Präsidium mit den Empfehlungen nicht einverstanden ist, dann gibt es ein gemeinsames Gespräch, wo alles diskutiert wird und so weiter und so fort. Es hat ja einen Vorfall gegeben, der mittlerweile schon vor mindestens dreieinhalb Jahren zurückliegt, wo es bei Rapid 2 Neonazi-Gesänge und so weiter. Amateur-Darby gab es da, ja. Und da sind wir von uns aus aktiv geworden. Da haben wir uns zusammengetan und auch die Entscheidungen des Präsidiums damals mitgetragen und bestärkt. Auch eine eigene Aussendung gemacht, unsere Stellungnahme abgegeben. Aber auch mit der Option, dass wir gesagt haben, man kann die Leute nicht lebenslang wegsperren, also Stadionverbot, sondern dass sie eine Auszeit brauchen, und bevor ihr Abo verlängert wird oder dass sie wieder ins Stadion gehen, müssen sie mal ein Rapideum durchgehen und die Geschichte des Vereins einmal durchmachen. Und das ist auch passiert und das ist was Schönes. Wir haben ja auch was zum Anbieten, ist ja nicht so. So ist es, ja. Weiters ist mir aufgefallen, du bist an sich ja sehr engagiert, gerade was Rapid-Fans und auch die Kurve angeht. So warst du zum Beispiel beim Darby-Kessel, also beziehungsweise bei den Prozessen
dabei und hast das auch medial verfolgt, beziehungsweise auf deinen sozialen Medien, sozialen Kanälen kommentiert, auch im Standard, glaube ich, hast du einen großen Artikel darüber geschrieben. Das war diese Geschichte. Kurz, genau. Ja, natürlich. Also Rapid-Fans, Ultras, organisierte Fangruppen haben überhaupt kein Lobby in der Öffentlichkeit. Und das stört mich sehr. Wie kann man das durchbrechen? Indem die... Ist jetzt durch die Rechtshilfe ein bisschen besser geworden, aber die hat ja auch nicht eine lange Geschichte. Ja? Nein, aber grundsätzlich gibt es jetzt einmal eine Institution. Ein Sprachrohr. Ja, auch rechtliche Unterstützung. Ja. Wird aber auch nicht von allen gut geheißen. Da gibt es ja auch sehr viele, gibt es ja auch Kritik von außen, dass hier Leute, die den Verein bewusst schädigen, unterstützt werden. Also diese Töne gibt es ja auch. Na gut, ja. Man kann es wie immer und überall nicht jedem recht machen. Ich finde es eine sehr, sehr gescheite Idee, dass es diese Institution gibt, die ich auch unterstütze als Mitglied und überhaupt. Versteht die Kritik zwar nicht, aber gut, mit dem muss man leben. Entschuldigung, ich habe dich da jetzt unterbrochen. Ja, nein, kein Problem. Ich, wie gesagt, die organisierte Fanszene haben weder in der Öffentlichkeit, in den Medien noch im gesellschaftlichen Zusammenleben ein Sprachrohr oder eine Lobby, die hinter ihnen steht. Und ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein, weil ich verstehe auch die organisierten Gruppen, dass sie sich nicht mit denen treffen und sich erklären. Weil es immer so schwer ist, sich zu erklären und die Ungerechtigkeiten, dass der andere, der damit überhaupt nicht befasst ist, dich auch versteht. Und meine ersten Erfahrungen habe ich gemacht, wie Staatsanwälte bzw. Richterinnen reagieren, wo über 30 Ultras angeklagt waren. Bei dem Freundschaftsspiel gegen Nürnberg. Ja, das geht nicht. Und da werden Artikel dann schreiben müssen. Stimmt, der Artikel war nicht über den Kessel, sondern es war bei der Nürnberg-Geschichte. Nürnberg-Geschichte. Genau. Und dass die Richterin bei Antworten der Angeklagten die Augen verdreht. Sie ist die Schiedsrichterin, sagen wir mal so, die unparteiisch sein muss. Dass die Staatsanwältin anklagt und beschreibt, was sie denen nicht alles vorwirft, ist eine Sache, das ist ihr Job. Aber die Richterin hat dort mit einem versteinerten Gesicht zu sitzen und nicht die Augen zu verdrehen. Da habe ich gewusst, da hat ja kein einziger der Burschen dort eine Chance, sich zu erklären. Und das war der Grund dann für den Artikel, dass ich gesagt habe, so geht das nicht. Und hast du darauf Reaktionen bekommen? Ja, natürlich, was ich glaube. Und da wollen sie mich ja alle bekehren dann. Ja? Was das eigentlich für Gefraster sind und Bücher sind. Wie kann jemand, eine Politikerin, das ist ja so, wie nicht als Politikerin gemacht, sondern als jemanden, die weiß, wie es abgelaufen ist. Und was da für Fehler passiert sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich seitdem, sage ich einmal, vehement jeden Innenminister bei einer Aussprache frage. Und da nutze ich schon mein öffentliches Mandat dafür. Weil sonst komme ich ja mit einem Innenminister nie ins Gespräch, zu fragen, warum er gegen Kennzeichnungspflicht ist. Weil da war gerade bei dem Prozess unmöglich zu eruieren, wer waren die Polizisten, die ungerechtfertigt die Sache noch eskalieren lassen haben. Die hat es ja gegeben. Und da hat es Hundertschaften gegeben dort an Polizisten. Ich kann nicht jeden anklagen. Und keiner weiß. Und wie immer und überall gibt es schwarze Schafe. Und ich möchte es eigentlich die guten Polizisten schützen. Es hat ja welche gegeben, die nicht hingehauen haben und Gewalt angewendet haben. Dass es dann eine Gegengewalt gegeben hat, ja, wo fangen wir jetzt an? Wer hat damit angefangen?
die Geschichte kenne ich zu gut. Die Tore wurden auf einmal gesperrt, das ist eine große Provokation. Die Leute wollten, also die organisierten Fans wollten ihre Fahnen, Trommeln ins Stadion reinbringen, alles war zugesperrt. Dann waren dort Ordner, Kickboxer übrigens, die sich, wie sich dann herausgestellt hat, die nur um dort diese 2,5-3 Stunden für die Arbeit aus Ungarn kommen, was ich nicht schlecht heiße, das ist Europäische Union, die können kommen, was wollen, aber die alles nicht wissen, Securities werden dort abgestellt, irgendjemand sagt, Türen zu, keiner kommt da rein. Die halt die Leute, die Situation halt falsch einschätzen, genau, dass sie es nicht kennen. Ne? Genau, genau. Und so geht das dann von Staatsanwälten bis zu den Richterinnen und Richter, die sich mit der Kultur nicht auseinandersetzen, die nicht wissen und dauernd irgendwelche englische Verhältnisse uns vorbeten. Dort geht's ja, dort ist ja so still. Nur, ich meine, dann sollen sie es daheim ausschauen. Ja? Ich glaube, ein Abo bei Sky kostet 19,90 ab und zu. Aber ich lasse mir ungern von Menschen, die alle 5 Jahre zu einem internationalen Spiel kommen, weil gerade Manchester United zu einem Freundschaftsspiel kommt, ins Stadion gehen, die sonst nie da sind. Egal, welche Probleme mein Verein hat oder die Fans haben und sich dann aufregen über die wild gewordenen Horden. Und ja, die Öffentlichkeit, öffentliche Meinung ist ja da ziemlich verfestigt. Ja. Was es das angeht. Ja. Hast du das mit denen diskutiere ich aber nicht mehr. Nein, es ist auch ganz schwierig, mit diesen Leuten zu diskutieren. Ich meine, ich gehe auch jede Woche am Fußballplatz und wenn ich dann die Zeitungsberichte oder die Kommentare in diversen Online-Foren lese, denke ich mir, die waren auf einem ganz anderen Spiel. Ja. Und wenn ich mir denke, man kann mit Familien nicht ins Stadion gehen, ja, ich stehe dann immer dagegen, wenn ich mir dann aber anschaue vor dem Spiel, also jetzt, wenn wieder normaler Besuch ist, stehen die Familien, die Kinder Schlange vorm Fanshop. Ja. Ja. Also die, und ich weiß es von meinem Sohn, wie ich ihn das erste Mal mitgenommen habe, sein Blick war nicht auf das Spielfeld gerichtet. Hm. Der Blick war nur in der Kurve, was sie da alles abspielt und so weiter. Und die wollen dann wieder hingehen. Ja. Also das ist eine vorgefestigte Meinung, die einfach überhaupt nicht der Realität entspricht. So ist es. Also so ist es. Und wer Angst hat, geht auf die Seite und da und geht niemand darüber. Mit Frauen und Kindern, darüber. Mit Familien kann man wunderbar, man muss halt nicht in den Progress gehen. Man muss auch nicht bei einem Derby in Auswärtssektor gehen mit seiner Frau oder mit seinem Kind, aber es gibt, wobei selbst dort passiert nichts, aber da ist halt ein bisschen der, weil da geht es halt ein bisschen rund, aber grundsätzlich kann man bei Rapid jederzeit wunderbar jederzeit genießen. Wir so hoffen, ist dass es. Dass es auch bald so wieder so weit es. Sein wird. Da wollte ich dich ganz kurz darauf ansprechen, kannst du irgendwie Lobbying betreiben, auch in deiner politischen Arbeit, dass bald wieder Zuschauer möglich sind? Ist das eine Debatte, in der du irgendwie involviert bist, auch politisch? Es ist ja eine politische bzw. eine gesundheitspolitische Entscheidung. Bist du da in irgendeiner Art und Weise involviert? Gibt es da Ausschüsse, Informationsfluss? Wie ist da dein Stand? Natürlich, Ausschüsse, Besprechungen gibt es, aber man muss sich jetzt ehrlich sagen, wer traut sich das zu entscheiden? Vom Bauch her will ich dort sein. Aber ich bin weder Gesundheitsexpertin, noch bin ich Virologin, noch habe ich irgendein Medizinstudium. Dass ich vehement, träume eigentlich gar nicht, muss man ehrlich sagen. Aber mein Herz schlägt wieder ins Stadion, ich will da rein. Aber ich erwarte mir schon von den Experten unserer Republik, die offen kommunizieren, was Lage ist und die Kommunikation gefällt mir überhaupt nicht, was da jetzt passiert. Ja, es wird immer in Aussicht gestellt. Und seit gestern lese ich, dass der Sportminister in Aussicht stellt, ab Juli. Bis jetzt war es immer bis September. Also woher hat er diese Informationen oder diese Gewissheit, diese Verantwortung zu übernehmen? Wie kann ich wem vertrauen? Ich will auf keinen Fall, dass bei einem Match dann auf einmal 50 Leute infiziert sind, ja. In welcher Situation sind wir? Und es ist eine sehr riskante Entscheidung, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn du mich nur vom Bauch her fragst, wir diskutieren untereinander schon sehr viel auch, ja. Wenn
nur die Dimension kann ich so schlecht abschätzen, ab wie vielen Personen besteht eine Gefahr. Ja? Wenn wir uns jetzt das vor kurzem oder vor ein paar Tagen die Meldung in Erinnerung rufen, diese Rotaria-Gruppe mit 20 Leuten, 15 davon sind infiziert, ist schon eine sehr kleine Gruppe. Und in der Kurve bewegen wir uns zwischen, weiß ich nicht, 1500, ich weiß nicht. Naja, in die Kurve gehen 6.000 oder 7.000 Leute. Ne? Ja, das haben wir nicht immer. Nicht immer, aber, nicht immer, aber in großen Rechnen. Ja. Also jetzt in einer Meistergruppe hätten so wir schon 6.000, 7.000 Leute in der Gruppe. Ja. Ne? Ah, in der Kurve meine ich. Ja. Ja. Ja, sicherlich eine schwierige Entscheidung. Aber natürlich einerseits ist es ja auch geht es ja auch ums Überleben. Ne? Das, was der Verein braucht, ja diese Zuschauer. Ne? Ja. Auf der anderen Seite ist es halt schwierig, wenn man jetzt im September öffnet und nur Teil öffnet, wer darf dann rein? Wer darf dann rein? Rapid hat 13.000 Mitglieder, ja. ähnliche Anzahl an Abonnenten, wer darf da rein ja. und wer nicht? Ne? Ja. Vor allem bei den Sitzplätzen kann man es ja noch einigermaßen vielleicht handeln, aber ja. auf der Stehplatztribüne ja. ist es eigentlich nicht möglich. Das kann man nicht. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ja? Ja, eine sehr schwierige Entscheidung, sowohl für die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker als auch für den Verein, weil es ist schon sehr riskant, vom Fanshop angefangen bis zur Konsumation und auch die Eingänge. Vor allem die Eingänge, wenn im Prinzip, das ist ja das Problem, glaube ich, das ist ja vielleicht gar nicht einmal im Stadion selber, sondern die Zugänge. Draußen die Leute in der U-Bahn, die viele kommen relativ knapp, konzentriert, dann hast du einen Stau. Also das könnte ich mir vorstellen, sicherlich logistisch, organisatorisch. Sehr. Vielleicht ist es machbar bei Vereinen, wo halt nur 3.000, 4.000 Zuschauer kommen. Sicher, ja. Aber bei Vereinen wie Sturm, wo 10.000, 12.000 Leute kommen, ja. vielleicht auch Salzburg oder Rapid, wo dann 25, 25, wird es natürlich schwierig. Aber wie gesagt, du hast ja gesagt, wir sind Gott sei Dank einer der wenigen, die sagen, wir sind keine Virologen, momentan rein in Österreich nur Virologen. Ja. Oder Teamchef. Jeder ist Virologe. ja. Wir sind das nicht, deswegen sind wir da nur Passagiere. Wir sind zu einer gewissen Weise Passagiere. Ja, und hängen wirklich davon ab, wie verantwortlich und ehrlich die Politik damit umgeht. Ja. Kommen wir wieder zum Thema, also vielleicht zu einem anderen Thema. Jetzt abgesehen von den aktuellen Problemen, die wir jetzt haben, wie gesagt, du bist jemand, der jedes Mal beim jedem Heimspiel im Block. Warum stehst du eigentlich im Block? Warum könntest du dich auch gemütlich auf die Seite setzen, vielleicht sogar im VIP-Club sitzen? Warum hast du dich doch entschieden für den Block, der ja, wie wir schon angesprochen haben, doch eine sehr männerdominierende Angelegenheit ist? Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil an Frauen ist. Ich meine, es gibt schon welche, auch ein bisschen mehr, aber es ist, da sind wir uns ehrlich, ich bin einer Fanclub, da ist ganze Gefahr dabei. Also ich bin schon wieder ruhig. Bist du beim Singer? Bitte? Nein. Okay. Nein. Aber jetzt ernsthaft. Also, ja. Es ist natürlich eine nicht dominierende Angelegenheit. Der Ton ist ein sehr rauer. Hm. Ja. Wie geht's? Warum? Also A, warum hast du dich dafür entschieden? Bewusst wahrscheinlich, ja, auch auswärts. Und wie geht es dir mit dieser Männer? Dominanz, sagen wir so. Ach Gott, jetzt muss ich, glaube ich, ganz weit ausholen. Auf der einen Seite war ich im alten Stadion auf der Warteliste, dass ich einmal in Block West komme. Ich habe gewusst, ich will dort sein, weil das ist wie eine Droge. Da spürst alles anders. Ja, ohne zu wissen, ja. Wie es dort zugeht, muss ich ehrlich dazu sagen. Ja? Da war ich auf der Warteliste und dann kam ich dran irgendwann. Und diese Männerdominanz, wieso tut man sich das an? Ich frage mich jetzt, wieso tust du das an? Weil ich höre ja auch rundherum Sachen, wo ich mir denke, Alter, ja. Aber ich war in der Fachschule für Elektrotechnik in den 70er Jahren. Ich war 3 Jahre lang das einzige Mädchen unter 880 Burschen in der Bernersdorfer Gasse. Oder waren es 800 Burschen, weiß ich nicht. Und das habe ich mir schon damals angetan, aber nicht wegen den Burschen, weil das war ja... sondern wegen der Sache, warum ich dort bin. Ich wollte Elektrotechnikerin werden. Und das, was die Kurve dafür eine
Stimmungsort. Das ist dort, das, ja, was weiß ich, das Herz, wenn man sich das als Körper jetzt... Man sieht schlechter. Ich überhaupt, ja, mit 1,52. Man sieht schlechter, man sieht das Spiel nicht so gut, ja, ja. Hat dann vielleicht irgendwelche Fahnen oder Transparente. Ja. Das heißt, von der Bequemlichkeit her könnte man sagen, ich gehe auf die Seite. Ne? Ich war sehr lange auf der Seite, bis ich draufgekommen bin. Und dort habe ich nie singen können, wie ich singen wollte. Geht's ja, das ist, bist in der Reihe die Einzige, die dauernd singt. Und Allah singt. Und so singe ich auch. Ich bin ja nicht nur in der Kurve jemanden, die dort steht und zuschaut, nur um das. Und du bist ein aktiver Teil. Ich bin, ja. Bist du, gehst du immer alleine oder hast du so eine Gruppe mit Freundinnen, Freunden, wo du, wo, du es gehst? Gibt, also, ja, es fix, gibt eine. Hast du ungefähr einen fixen Platz? Wo ja, du, wo ja. Okay, ja. Ich stehe immer im Aufgang, dort, wo die Tornados beginnen. Okay. Ja, also, ich sehe dich dort genau auf den Aufgang, sehe ich dich dort, ja immer wieder. Dort, ja, ja. Dort genau, stehe ja. Ich und dort, also ja, erstens gibt es eine Gruppe, mit der ich, aber manchmal fallen da alle auf einmal aus, ja. Dann bin ich dort allein. Da habe ich überhaupt kein Problem, weil die Leute um mich herum sehe ich nicht. Mein Herz beginnt schon zum Pumpern, wenn ich bei S45 in Otterkring einsteige. Da ist wirklich so wie out of control. Ich höre mein Handy nicht und Ohren sausen. Das beginnt schon dort, spätestens. Und dann fällst du in diesen Tal hinein. Und dort fühlst du dich wohl. Das ist ja. Dein... Ja. Allen zum Trotz, ja. Was da passiert, ja. und Gesänge, die vielleicht nicht immer ganz stubenrein sind. Die singen nicht mit. Ja. Singen nicht mit. Und das ist meine Diskussion auch immer, weil ich auch an Freunde glaube, die der Meinung sind, das kann man, die Kurve muss sich das selbst regeln, was nicht geht. Und diese Hoffnung stirbt schon langsam, weil das dauert mir einfach zu lang. Es gibt eine große Sensibilisierung in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft und auch Rapid-Anhängerinnen, Rapid-Anhänger, die nicht so in jeden Match kommen, nicht so fanatisch sind, die sagen, das geht nicht, Gesänge über Hurensöhne und so weiter. Ja. Und ich hoffe, dass das, weil wir haben wirklich schöne Alternativen, wirklich schöne Gesänge, wo das ganze Stadion mitgerissen wird. Ja, Tod und Hass dem FRK. Ja, siehst du, also, wenn wir nicht gegen die FRK spielen, weil die es damals jetzt nicht geschafft haben, ist auch nicht leibend. Ich habe, der Roman Horak hat mir, das ist ein Universitätsprofessor, ein hochgebildeter Mann, der mir selber gesagt hat, aber andererseits am Fußballplatz macht man halt Dinge, die man halt im normalen Leben, sogenannten Zivilleben, beruflichen wie privaten, einfach nicht macht. Er ertappt sich ja selber dabei. Wie gesagt, das ist ein hochgebildeter Soziologe, ne? Der beobachtet das ja. Ding, der aber selber sagt, wenn ich da 90 Minuten bin, dann bin ich nicht zu einer gewissen Weise nicht ich selber, sondern bin ich halt nicht der Universitätsprofessor, sondern dann bin ich halt nur der Roman, der Rapid-Anhänger. Und da mache ich Dinge, sage ich Dinge, die ich wahrscheinlich so nie von mir geben würde. Ne? So ist also es, genauso. In meinem anderen Leben bin ich Abgeordneter. Andererseits ist natürlich auch kein rechtsfreier Raum. Ne? Nein, aber nicht, das ist ja auch okay. Nur, da stehe ich nicht vor einem Pub in meinem normalen Leben als Abgeordnete in einem Plastikbecher mit Bier. Das tue ich nicht. Das Bier trinke ich drinnen. Und störe mich nicht außer mit dem Bier. Oder hab Gesänge oder reden über Sachen. Ja, da bin ich sicherlich ein anderer Mensch. Da ist man verzaubert. Jetzt hast du angesprochen, du bist mit 9 Jahren nach Wien gekommen. Hast du als Frau mit Migrationshintergrund beim Fußball irgendwelche schon Ressentiments gespürt?
Nein, mit Migrationshintergrund. Auch bei Rapid? Nein. Bei Rapid ist es ja so, da kommen 20.000 Leute, das ist natürlich alles die ganze Gesellschaftsschicht vertreten. Da gibt es natürlich Leute, die so sind, und gibt es Leute, die so sind. Ja? Ja. Hast du da schon irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht oder bist du immer als vollständiges Mitglied der Rapid-Familie akzeptiert? Ich habe auch um diese Akzeptanz nicht gebettelt. Es ist so zusammengewachsen. Ich habe mich auch nicht vorgetrennt und sich irgendwie so hineingetrennt. Das tue ich nie, nirgends. Oder das Vorurteil, die Politikerin, die will sich ja nur im Bad der Menge. Die meisten haben lange nicht gewusst, dass ich Politikerin bin. Weil das für mich nie ein Indikator war. Ich sage es ehrlich. Und irgendwann sind sie draufgekommen, dass ich Landtagsabgeordnete bin in Wien. Weil man sich irgendwann nach dem vierten Treffen fragt, von was lebst du? Und ich habe nie meine Karten dort, Visitkarten austeilt. Verteilt. Nein, das tue ich nicht. Und Ressentiments als Migrantin nicht, aber als Frau schon. Aber da muss man ehrlich sagen, da sind es wenigstens gegenüber allen Frauen. So garstig. Gut, aber so das schätze ich dich schon so selbstbewusst ein, dass du das schon so ist es. Abwehren kannst und dich entsprechend abwehren kannst. So ist es. Weil ich habe das mit den Politikern deshalb angesprochen, weil man ja sehr oft Politiker immer nur dann sieht, wenn die Sonne scheint. Also es ist nicht nur meteorologisch bedingt, so sondern auch sportlich bedingt. Die dann von einem Fußballclub zum anderen wandern im VIP-Bereich und dann hoffen, dass sie im Fernsehen interviewt werden. Das bist du eindeutig. Nein. Ich glaube, das kann man so sagen, nicht. Nutten, aber das ist eine andere Frage. Kennst du dich auch gut im Fußball aus? Das meine ich jetzt nicht, aber man sagt ja zu vielen, das müssen andere beurteilen. Selber, wie du erzählst, hast du selber auch? Ja, im Käfig. Im Käfig gekickt, im Raumhof. Ja. Und es war weit und breit zuerst am Anfang der einzige Käfig, den wir in der Nähe gehabt haben. Und dann war es am Paulusplatz, ein Käfig. Und damals waren die Burschen schon so, dass sie mich dauernd ins Tor gestellt haben. Ja. Wie immer. Wahrscheinlich tun sie es heute noch. Ja, man sagt immer, den kleinsten und den dicksten, ne? Den stellt man immer ins Tor. Ne? Ja, und als Tormann, Torfrau, hast du ja mit dem Ball weniger Kontakt als, und die wollten spielen, du hast ja die Leidenschaft gesehen dort, ja. Und ich glaube auch, dieses Fußballherz, das ist ein anderes Herz, habe ich auch in den Käfig mitbekommen, ja, wenn es gegen andere Parks Matches gegeben hat und so. Ich habe selber gespielt, aber nicht in einem Verein, sondern eben nur in der Verein, nur Spaß. Und ich denke, dass ich mich auskenne. Ich glaube schon, das glaubt ja jeder von sich, die sich für Fußball interessiert. Und da machen sie ja schon alle ihre Aufstellungen und so weiter. Und da bin ich dazwischen sicher auch. Gut, dann frage ich dich jetzt nach dem Sportlichen generell. Wie siehst du jetzt Rapid im Moment aufgestellt? Jetzt ist natürlich die Corona-Geschichte natürlich eine schwierige Situation, wirtschaftlich, auch mit der Akademie wird es wahrscheinlich entsprechend ein bisschen länger dauern. Aber jetzt grundsätzlich die Kombination Didi Kübauer, Zoki Barisic, die Mannschaft, wir hoffen, dass sie halbwegs beisammen bleiben kann. Wie siehst du das als Expertin? Selbsternannte natürlich. Aber ich sehe die Gesamtsituation eigentlich schon sehr gut. Mir geht das Herz auf, was wir da für junge Burschen da jetzt hochgezogen haben. Wo waren die bis jetzt? Das heißt, die waren bei uns. Und es ist immer eine große Freude, wenn man so eine Rapidlerin ist, so Eigenbau. Das ist auch so ein komisches Wort, aber wurscht. Aber unser Nachwuchs, so dir nichts, mir nichts einsetzen kann und alle eine Leistung bringen, wo man sich den Namen merkt, ja? Oder sagt, kenne ich den und so. Und Rapid hat auch so, ich weiß nicht, ich beobachte das bei den anderen Vereinen nicht. Dazu habe ich keine Zeit, es reicht mir schon Rapid, dass wir eine ganze Mannschaft in der Klinik haben. Ja, das ist momentan. Ja. Eine ganze volle Mannschaft, und zwar wirklich Leute, Vollprofis.
Und hat vielleicht auch was für Gutes, dass die Burschen, dass wir diese jungen Burschen jetzt sehen. Und was ich so gehört habe, dass Taxis wegkommt und schon Gesundheit, das, das tut mir immer so weh, ja. Ja, aber das ist leider, ich hoffentlich, dass es zumindest, ich sage mal im Kern, dass diese Mannschaft noch zumindest eine nächste Saison noch zusammenbleibt, weil ich schon glaube, dass da ein sehr, sehr guter Kern in der Mannschaft steckt. Es ist punktuell vielleicht dort und da noch natürlich vielleicht verstärkt gehört, ja. Aber vom Kern her, glaube ich, und mit den Jungen kommt da schon was Gutes. Da ist eine Truppe auf der Bank, wo ich mir denke, bumm, um die muss man sich kümmern, ja. Jetzt wollte ich noch einmal ganz kurz zu einem anderen Thema noch einmal kommen zum Abschluss. In den letzten Tagen und Wochen, ich frage dich das deshalb, weil du da ja auch sehr engagiert warst, glaubst du, dass in der Öffentlichkeit das Thema Rapid oder Fußballfans, du musst jetzt nicht nur spezialisieren auf Rapid, sondern Fußballfans und das Verhältnis zur Polizei in einer gewissen Weise vielleicht anders gesehen wird, wenn man sieht, wie, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie Polizeigewalt, ich will es aber überhaupt nicht verallgemeinern, stattfindet. Das betrifft ja jetzt, wir merken es ja nicht nur Fußballfans, ja, sondern vielleicht ist Österreich jetzt nicht ganz so akut davon betroffen, ja, aber wir sehen es in Amerika, wir sehen es in Europa. Hast du das Gefühl, dass da vielleicht ein Umdenken eintreten kann, dass Fußballfans eben, wie du sagst, vielleicht doch nicht nur diese Gesetzlosen sind, mit denen man alles machen kann, sondern dass das sehr wohl Leute sind, die auch ein Anrecht auf ihre Meinung haben. Das ist ja eine Subkultur, das ist ja eine Jugendkultur, du hast das angesprochen, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dort werden Leute integriert. Ich bin ja auch seit 40 so Jahren dort. Dort werden Leute integriert, die sonst nirgends mehr einen Platz haben. Die nirgends einen Platz haben. Sei das sogar körperlich, geistig behinderte Menschen, die auch mit Migrationshintergrund, das ist da relativ, also auch da tut man den Fans Unrecht. Auch das ist nicht so ein großes Thema, wie allgemein dargestellt wird. Dass da, aber trotzdem sind sie in der Öffentlichkeit so die Gesetzlosen irgendwie. Ne? Das sind die Räuberbanden und Polizeigewalt, und da komme ich auf den Kessel zurück. Ja, eigentlich sind es selber schuld. Ja, dann empfehle ich jedem den Volksanwaltschaftsbericht über den Kessel, der ist jetzt auf online, auf der Homepage von der Volksanwaltschaft, die sehr wohl sagt, dass das alles nicht in Ordnung war. Es fängt ja schon mit dem Bau an, dass dieser Corteo von dort, also von diesem, über die Autobahn geführt wird und so weiter und so fort. Also zu viel, ich bin auch der Meinung, dass in diesen, dass diese Leute, die meine Leute sind, ich hätte ja auch dort sein können. Meine Tochter, die im dritten Monat schwanger war, war im Kessel 6 Stunden. Und die ist Sozialarbeiterin. Sie ist kein Raudi. Und ich kenne dort Zahnärzte, ich kenne dort Dentisten, ich kenne Architekten, ich kenne technische Zeichner, Arbeitslose. So. Die Kurve ist genau, oder das ganze Stadion, Spiegelbild ja. Wiens, Gesellschaft, nicht einmal Wien. Ich kenne Leute, die aus was Gott woher pendeln zu jedem Spiel. Also zu sagen, das sind die Gottlosen und Gesetzlosen, da macht man einen großen Fehler. Und es bedarf schon einer, und da muss der Staat reagieren, ja, dass auch die Kurve, die Fans, das Vertrauen an die Polizei, die ja viel Macht hat, nicht verlieren. Und ich sehe in den letzten 10, 15 Jahren wenig Intention, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Ich möchte jedem Polizisten mich anvertrauen können, als Rapidlerin mit einem Schal, zu sagen, Herr, ich brauche Ihre Unterstützung. Und wenn ich das nicht kann, dann stimmt was nicht. Diese Leute leben auch überall in dieser Stadt, haben bekleiden Ämter, sind Beamte, sind bei der Müllabfuhr, beim Magistrat, Straßenbahnfahrer, Kontrolleure und so weiter.
Und sie verdienen den Schutz der Polizei, genauso wie jeder andere, die in dieser Stadt gerade nicht einen Rapid-Schal oder ein Rapid-Trikot anhat. Und da müssen wir wirklich daran arbeiten. Ich bin auch in der Diskussion, mache mir jetzt ein bisschen mehr Hoffnungen, weil sich auch die Grünen sehr in der Regierung dafür einsetzen, dass Menschenrechte auch in der Ausbildung zu einem seinen Platz finden muss, damit ja, diese Macht nicht irgendwelche Auswüchse kriegt, die einfach unserer Rechtsordnung nicht entsprechen. Und die Polizei ist eine Menschenrechtsorganisation, das muss sie sich einmal schon verinnerlichen. Wir haben ja einen Minister gehabt, der kein Pferd gekauft hat, das ist der Erste. Jetzt haben wir diese neuen Pferde und wissen nicht, was wir damit tun sollen. Also diese Allmachtfantasien, das ist nicht gut. Ob's Geist ist nicht gesund, sagen wir mal so. Jetzt wollte ich dich zum Abschluss noch fragen, du bist ja auch nicht nur bei Heimspielen, sondern auch bei Auswärtsspielen. Wie fährst du zu den Auswärtsspielen? Hast du da irgendwie organisiert mit den Bus, Fanbussen mit oder fährst du selber mit Zug, also, Bahn, Auto? Ja, also im Inland ist dann immer so ad hoc, da frage ich immer, wer fährt, wer hat noch einen Platz. Tornados ist immer ein guter Tipp. Die haben da bleibt im Bus manchmal immer das eine oder andere Platz dann über. Ja, irgendwo. Genau, ja. Aber sonst zu den Auswärtsspielen meistens vom legendären Marek organisierten Einmal kommt darauf an, wie es ausgeht mit dem anderen, mit der Zeit und so. Und einmal haben wir uns eine Gruppe selbst organisiert nach Mailand. Selber geflogen, dort Auto gemietet und gegen Sassuolo haben wir gespielt, glaube ich, dort. Genau. Ja, das haben wir uns aber eher organisiert vom Verein. Gut, dann zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, was war dein bisher schönstes Rapid-Erlebnis? Boah. Ostersonntag in Salzburg. Da bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Ja. Du kennst den Ausdruck, da ist man unsterblich. Mhm. Und dieses Gefühl hat sehr lange angedauert. Und dieses Gefühl habe ich des Öfteren, ja, wenn wir gegen die Austria gewonnen haben, auswärts bei ihnen. Das hält ein paar Tage an. Ja, ja, das hält. Freude, aber, ja. Aber die 7-0, das hält. Für die Ewigkeit. Das schauen wir heute noch an. Das ist für die Ewigkeit. Ja, das ist für die Ewigkeit. Und das Ärgste, wenn du mich fragen willst, war natürlich Saloniki, bist du gescheit. Mhm. Ja. Und da bin ich der Kurve auch dankbar, weil die haben uns, jetzt kann man sagen, wer hat angefangen und wie ist das passiert. Die haben uns geschützt. Ja. Also da waren mindestens 3 Leichen rausgegangen. Und ich bin froh, dass wir 2-1 verloren haben. Dort waren wir auch nicht so ohne weiteres rausgegangen. Aber dafür war das Rückspiel dann umso schöner. Das Rückspiel, das dritte Tor vom Fußballgott. Da wollte ich dich dann auch fragen. Und dein Lieblingsspiel in deiner bis jetzt aktiven Fankarriere? Ich mag alle. Also, Lieblingsspieler? Ja, so dein, wo du sagst, das. Ja, ich vergöttere natürlich, das ist immer. Ja, ich mag den Kaulak wahnsinnig gern, den Jimmy Hofer. Das ist immer so. Was übrig bleibt, ist, die wandern, die Spieler. Also diese Hoffnung, die bleiben uns ewig, das habe ich schon aufgegeben. Sie müssen auch wandern, das ist auch okay, ich mache das nicht zum Vorwurf. Trainer gehen, Präsidenten gehen. Was übrig bleibt, ist dann die Kurve und die Rapid-Familie. Die sind da. Und da ist es immer von, natürlich hat der Steffen Hoffmann einen anderen Stellenwert, weil er ein anderer Mensch ist. Der war übrigens auch bei einer Gerichtsverhandlungen gegen Nürnberg. Am Tag der Urteilsverkündung, glaube ich, ist er auch gekommen. Muss er auch nicht tun. Nein, aber Steffen ist da äußerst engagiert und sehr, sehr loyal. Der ist anders halt, ja. Der weiß, aber, wie die
die ja. Leute, wie wir ticken. Ja, so ist es. Das ist auch einer, wo du das Gefühl hast, der spielt auch ein bisschen für mich dann. Also jetzt nicht mehr leider, ja. aber das Gefühl gehabt, ja. der spielt auch ein bisschen für mich. Ja. Und das gibt es halt ganz wenige Spieler, die das haben. Ja. Wo du das Gefühl hast. Ja, und da hält man sich natürlich an ihm. Das heißt, der hat die Schleife mit dem Zwölfer schon, ja. also mit der Probe-Schleife schon zurecht gehabt. Ja, ja so ist es. Er hat das zurecht gehabt, das ist das richtige Wort. Natürlich, der Jimmy Hoffa ist ein das Salihi und die alle, das war schon gut, aber da. Wer war denn das, der mit dem Kopftor, der Slowene, der war dann auch so schnell weg. Ja? Beric. Beric ja. gegen Ajax. Das erste Tor, was er gemacht hat, auswärts. Ja. Das heißt, von solchen Erlebnissen träumt man dann. Ja, träumt man. Oft man raubtest du in der Nacht wieder den Schlaf. Ne? Das singen wir ja. Ja. Das hab ich habe es ein bisschen falsch zitiert, weil ich schon aus der Übung bin, aber sinngemäß. Was? Ja, das Lied, was man immer wieder singen, ja. oft raubtest, dann raubtest du mir in der Nacht den Schlaf. Ja, so ist es. Und dann schaut man sich, Gott sei Dank gibt es YouTube, und dann schaut man sich, das, ja. das Kopfballtor nochmal an. Oder viele, viele anderes. Ja. Gut, ich bedanke mich herzlich für deine sehr offenen Worte. Ich danke dir. Ein sehr sympathisches auch. Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen. Ja, im Stadion. Und dass wir uns bald wieder über schöne Tore, Erfolge, hoffentlich irgendwann einmal noch über den Meistertitel unbedingt. Oder Cupsieg. Bist du gescheit seit 2008. Freuen können. Heuer waren es 25 Jahre, dass wir vom letzten Cupsieg. So muss ich vorstellen. Wahnsinn. Vierteljahrhundert. Ja. Es gibt einen irrsinnig hohen Anteil an Menschen im Stadion oder im Block West, die haben noch nie einen Cupsieg ja. erlebt. Wobei das ja statistisch eigentlich gar nicht möglich ist, dass man in Österreich als Verein wie Rapid 25 Jahre keinen Cupsieg gewinnt. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Und das Gespräch hat mich derart aufgefüllt jetzt, dass ich am liebsten jetzt nach Hütteldorf ja. fahren würde. Ja. Gut, wie gesagt, ich bedanke mich herzlich für die ich Zeit, danke für auch. Deine offenen Worte. Wünsche dir vor allen Dingen, was das Engagement für uns als Rapid-Anhänger betrifft, alles Gute. Danke auch dafür. Danke dir. Und meinen Hörern und Hörerinnen wünsche ich wie immer danke fürs Interesse und eine schöne Zeit.